Hallo und herzlich willkommen zurück zu der 11. Folge mittlerweile von Monster Super League, meine kleinen Edelnerds. Ja, wir sind ganz nicht weit. Wir sind erst Level 18 erst, also ich weiß nicht, wann wir letztes Mal aufgehört haben. Allerdings habe ich jetzt nicht so viel gemacht, ich habe nämlich nur ein bisschen gefarmt. Denn bald ist es ja soweit, meine Monster, ich gehe mal rein, wenn er hier ein bisschen schneller lädt, so, ändern wir mal die Ansicht. Level 30 ist nämlich Max-Level von den drei Sternenmonstern hier. Meine Sirene, mein Lat, mein Kokoro und mein Ran heißt sie. Auf der zweiten Evolutionsstufe. Die heißt ja nicht mehr Miho. Du heißt auch Ran. Okay, die heißen wohl alle gleich auf der zweiten Evolutionsstufe. Aber wir können ja ab Stufe 30 hier den Aufstieg machen. Und ich habe mir schon ein bisschen gefarmt, wie man hier sieht. Ich habe Sternsteine gefarmt, ich habe Wassersteine gefarmt, damit wir sie nachher auch instant erwecken können, beziehungsweise aufwerten können. Das kostet aber allerdings 100.000. So, und heute war jetzt nur Wasser und werde halt daher nur die beiden hier erstmal aufwerten können, sobald die auf Stufe 30 sind. Auf Stufe 30 kann ich ihn dann auch erwecken, zwar erst morgen, weil morgen Holz ist. Im Feuer muss ich wohl noch ein bisschen warten, wir können ja noch mal kurz nachschauen, gehen wir kurz mal in Spielen rein. Das lädt jetzt wieder ein bisschen, habe eben nicht gesehen, okay, lädt doch nicht so lange, ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Auf meinem Handy zum Beispiel, meinem Samsung Galaxy S7, läuft das wesentlich flüssiger als auf mein Tablet. Also mein Tablet ist einfach nur schlecht, was das Spiel hier angeht. So, wir können mal gucken. Feuer war Dienstag. Ja, gestern, also heute ist Mittwoch bei mir. Gestern hätte ich tatsächlich fahren müssen dafür. Bisschen blöd, aber gut. Samstag, Sonntag sind hier Spezialverliese. Da kriegt man nochmal Feuer, Wasser, Holz. Ob man die effizient farmen kann, also nur Feuer zum Beispiel farmen kann, weiß ich nicht. Oder ob das zufällig ist, werden wir sehen. Muss ich halt gucken, Wochenende. Wie gesagt, das ist gerade der zweite Tag, wo ich hier spiele. Ich nehme hier so krass im Voraus auf. Hab wie gesagt gefarmt, gefarmt, gefarmt. Ich habe heute sogar Ariasee einmal gemacht und habe, zeige ich euch mal kurz, gehe mal kurz zurück, das lädt wieder ein bisschen. Dauert nicht mehr so lange mit dem Laden. Weil ich habe einfach mal die Auflösung ein bisschen runtergestellt. Hier gibt es ja die schöne Einstellung, hier Niedrigauflösungsmodus, das habe ich erstmal eingestellt. Ja, sieht man zwar ein bisschen mehr Pixel und so, aber es läuft einfach ein bisschen flüssiger auf mein Tablet, damit ich halt es besser Let's Playen kann, damit es halt für mich flüssiger läuft. So, was ich aber euch zeigen wollte ist, dass ich jetzt die Sirene nochmal bekommen habe. Wir können sie jetzt also nochmal erwecken, also erwachen. Ich sage trotzdem erwecken. Normalerweise wollten wir ja die Stage zu Ende machen, damit ich die als Belohnung bekomme. Ich habe aber ja ein bisschen gelevelt und so, ein bisschen gefarmt und habe die Sirene doch noch bekommen, habe sie auch instant gefangen. Und wir werden sie jetzt einfach mal erwecken und euch dann, also ich werde euch dann noch zeigen, wie es sie entwickelt. Bei Miho und Kokoro, also Ran heißt sie ja jetzt, und Kokoro habe ich es ja nicht gezeigt, weil ich das ja offstream gemacht habe. Aber bei der Sirene werde ich euch zeigen, wie das ausschaut, für diejenigen, die das halt nicht kennen, für diejenigen, die das Spiel selber nicht spielen. Ja? Ich habe es auf Entwickeln jetzt geklickt, aber es dauert immer ein bisschen. Na, come on, jetzt macht er es. So, ich werde es nicht überspringen. Ähnlich wie eine Beschwörung. So, da haben wir die zweite Evolutionsstufe von Sirene. Wer weiß, wie sie heißt. Sirene. Einfach nur Sirene. Sirene ist sogar eines der Top-Monster in diesem Spiel. Also ein Top-Free-to-Play-Monster, Leute. Man kann sich die erfarmen und man sollte sie auch farmen. Weil die ist halt geil, die kann heilen. Hält viel aus, hat eine ganze Menge HP, wie man jetzt bei mir zum Beispiel sieht. Ach, geh mal zurück hier. So, X. Habe ich jetzt, ja, lass mich lügen, knapp 15.000 HP jetzt mit der. So, ich habe zwar bei Kokoro, ne, bei Kokoro habe ich auch nicht so viel, bei Ran habe ich zwar so viel, aber nur weil ich den HP-Bonus hier habe. Und hier habe ich HP 12% drauf. Hier habe ich, ja, hier ist eine schlechte Rune drauf und da habe ich Angriff drauf. Also hier habe ich nochmal HP extra drauf, wobei bei der habe ich, glaube ich, auch nur HP-Rune drauf. So, muss ich mal schauen, ja, da HP.
Da HP und da HP. Ja. Weiß ich nicht, warum die jetzt so wenig hat. Aber ist in Ordnung. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr gedacht. Gehen wir mal in den Astroführer rein. Holen unsere Belohnung natürlich ab. So, 11 von 180 haben wir schon von Feuer. Wollte aber bei Wasser rein natürlich. 13 von 186 sogar. So, 20 Gems kriegen wir hier nochmal. Nerite. Na. Ist die nächste Stufe, wenn wir natürlich fleißig farmen müssen. Serene ist zum Glück nicht so selten, also ist zwar selten, aber nicht sehr selten, so wie Miho. Miho müssen wir natürlich auch farmen. Miho wird wahrscheinlich am aufwendigsten, um die hier weiterentwickeln zu können. Wasser ist tatsächlich nicht so geil, habe ich jetzt herausgefunden. Die kann ich eigentlich nehmen, um die da reinzupacken. Lasse ich aber vorerst erstmal, weil ich natürlich erstmal auf E-Plus und Stufe 3 bringen will, um die Belohnung zu kassieren. Das sind aber 120 Gems. Und dann kann ich immer noch die reinhauen, falls ich nichts Besseres kriege. You know? So, und ich habe auch gesehen, dass Wut, also Holz, Pflanze, wie man das auch jetzt nennen möchte, also ich fange schon wieder an mit den ganzen Englischen hier zu, weil ich ja viel englische Artikel lese, zu sagen. Wut sagen sie immer alle, also Holz heißt es ja. Die Holz-Miho, die hier, die ich jetzt gerade hier dran habe, die scheint wohl die beste zu sein und nicht die Feuer. Feuer ist einfach nur für die Story ziemlich geil, aber nachher soll wohl für die ganzen Dungeons so die Holz besser sein. Ich zeige euch mal, wieso. Gehen wir mal hier auf X. Leaderfähigkeit ändert sich nicht, das ist halt der Widerstand, aber hier bei der passiven Fähigkeit ist nämlich, dass man die Verteidigung runterzieht und bei den 5 Sterne ist es sogar, dass ich den Gegner stunnen kann. Also Verteidigen runter und stunnen ist natürlich hammergeil. Und bei der Feuer ist es halt den Angriff runterziehen und sich selber heilen, indem man Schaden macht. Also sie muss sich halt eigentlich komplett Full Angriff machen, ist aber kein Attacker, also kein Angreifer. Und deswegen werde ich wohl nachher die Pflanzen-Mio spielen, weil die ist ein Angreifer, die kann nicht Full Angriff spielen. Und kann damit halt, wie gesagt, den Angriff runterhauen und sogar stunnen. Also da werde ich wohl später die mir noch hochziehen und bauen. Das wird einige Mios kosten, die ich hier mir farmen muss. Ich habe hier eine Quest abgeschlossen. Läuft bei mir. Entwickle ein Astromon auf Entwicklungslevel 2. Okay, die habe ich, glaube ich, immer und immer wieder. Können ja mal gucken nochmal. Entwickle 5. Ja. Lege ein. Was? Lege deinen Status im Menü Freunde fest. Okay. Lass ein Astromon mit 3 Sternen auf Level 30 aufsteigen. Das kriegen wir ja bald hin. Lass ein Astromon mit 3 Sternen auf Level 30 aufsteigen. Das sind sogar 3 Herausforderungen, die ich nachher kriege. Hier kriege ich sogar nochmal Sternensteine. Finde ich gut. Braucht man ja eigentlich immer. Okay, ja gut, das interessiert uns erstmal nicht. Wir werden jetzt erstmal die Story weiterspielen, damit wir die Sirene hier nochmal abgreifen kann. Da brauchen wir jetzt noch, was habe ich gesagt, 12, glaube ich, insgesamt. Mal überlegen, 12. Also 4 brauchen wir für einen 2 Stufen. Also brauchen wir, weil wir ja 3 brauchen, 12, ja. Kommt also hin. So, machen wir die 6. Stage. Team passt so. Also ich werde erstmal natürlich mit der Feuer-Miho, also ran halt hier weiterarbeiten. Und damit die Story durchmachen, weil ich habe mich halt an diese beliebte Monster halt orientiert, ne? Und da ist sie halt als Top-Monster drinne. Sie ist halt auch in der Beliebtheitsskala ganz oben gewesen bei den Feuermonster. Von daher habe ich die jetzt auch hochgehauen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich natürlich die Pflanzentante da hochgezogen, also Wut-Miho. Aber okay, das kann man leider nicht ausstellen. Ich habe in der Einstellung mal geguckt, geht leider nicht. So, Auto und Nummer 3. Das leckt zwar hier ein bisschen, das finde ich ein bisschen schade. Das läuft nicht so flüssig auf dem Tablet. Das liegt aber tatsächlich, wie gesagt, am Tablet. Mein Tablet ist nicht stark genug für dieses Spiel. Ja, muss ich demnächst, wenn ich mal ganz, 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 ganz viel YouTube-Money habe, mir ein besseres Tablet leisten. Kostet halt auch nicht wenig so ein Tablet. Ich habe mal geguckt, so ein gutes Tablet, was ich bräuchte, um halt wirklich alles flüssig zu Let's Playen, würde halt um die 400, 500 € kosten. Und das ist halt eine stolze Summe, die ich mir derzeit halt einfach nicht leisten kann. So. Und deswegen müssen wir einfach mit dem, was wir hier haben. Oh, guck mal da, guck mal da. Das ist doch gut.
müssen wir halt mit dem, was wir hier haben, zurechtkommen. Versuchen wir jetzt mal Mihu zu fangen. Finde ich gut, dass sie hier auftaucht, weil die brauche ich halt. Haben wir auch. Das ist aber keine Alternative Mihu, glaube ich. Ja, überspringen. Come on. 2 und. Ja, nice. Schönes Ding. Habe ich drinne. Brauche ich. Könnt ihr direkt gleich weitermachen. Alles kaputt machen hier. Mihu ist halt sehr selten, ne? Also, das ist. Die taucht nicht so oft auf. Also, wenn die auftaucht, Leute, versucht die zu fangen. Knallt die nicht down, ne? Ihr braucht auch keine Sorgen machen, dass der Automodus eure Mihu dann irgendwie runterknallt. Macht sie nicht. Automodus wird direkt gestoppt, wenn ein seltenes oder sehr seltenes Monster hier auftaucht. Also, braucht ihr euch da keine Sorgen machen. So, Ran ist auch auf 25. Läuft. Ja, kann ich daher auch direkt verkaufen. Nächster Abschnitt. Wir machen direkt jetzt einfach die Stage hier durch. Und ich hatte eigentlich gesagt, dass ich denn hier die ganze Zeit farme, ne, Ariasee, bis ich meine 3, also hier Ran, die oben, meine Sirene hier und mein Kokoro auf 3, also Evolution Stufe 3 habe. Das werden wir aber doch noch ein bisschen verschieben, weil Lat, habe ich ja euch gesagt, kann man nicht farmen, kann man nur beschwärmen. Das bezieht sich aber nur auf den Wasserlat. Denn den Pflanzen, also Wutlat, also den Holzlat, kann man sehr wohl farmen. Nämlich in der nächsten Stage. Irgendwas mit Minen, ich habe jetzt den Namen vergessen. Kann man den wohl farmen. Also den Wutlat kann man da farmen. Und deswegen werde ich die nächste Stage jetzt auch nochmal ganz schnell im Let's Play machen. Also das werde ich heute, also den heutigen Tag bei mir heute, noch farmen. Beziehungsweise beenden. Komplett beenden, da kriege ich wahrscheinlich Lat auch nochmal als Belohnung, keine Ahnung. Und dann habe ich komplette 4 Stages frei, um halt die ganzen Monster zu farmen, um natürlich alle Monster, die ich jetzt derzeit benutze, auf Evolution Stufe 3 zu hauen. Das ist jetzt erstmal mein Ziel. Es hat, glaube ich, nicht so starke Priorität, aber ich bin halt einer, wenn ich was mache, dann ordentlich, dann farme ich mir das zusammen. Ich grinde da bis zum Umfallen. Und das werde ich mir heute wahrscheinlich zum Ziel setzen und auch durchziehen. Und ich denke mal, ich habe eh genug Zeit, weil, wie gesagt, das ist jetzt die 11. Folge. Ich brauche eventuell noch 2 Folgen, sprich, muss noch 2 Folgen heute aufnehmen, um die nächste Stage durchzukriegen. Und dann habe ich insgesamt 13 Folgen. Die erste Folge ist heute gerade erst rausgekommen, sprich, ich habe fast 2 Wochen Zeit, um mir diese auf Evolution Stufe 3 zu machen. Und ich denke mal, das kriege ich schnell hin. Ich danke mal, dass. Ja, bei. Das ist gut. Ich brauche Angriffruhen. Bei Mihu wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Aber bei den anderen 3 wird es nicht so lange dauern, denn der Kokoro ist nur ein seltenes Monster, genauso wie Lat. Und die Sirene auch nur ein seltenes Monster. Ja, stimmt. Aber ich habe halt immer die Chance, bei jedem Monster, was ich gerade aktuell am Farmen bin, also ich farme nicht instant Mihu, ich farme halt direkt Kokoro, Sirene und dann den Lat, weil bei jedem Monster habe ich halt die Chance, Mihu zu bekommen, weil es halt sehr selten ist, aber bei jeder Stage halt auch auftauchen kann. Das ist halt geil. Ne, also ich habe halt bei jedem die Chance, es weiterzumachen, werde aber nachher, wenn ich nur noch Mihu brauche, in die erste Stage gehen, weil da habe ich denn die Chance, also die höhere Fangrate dann einfach, weil da habe ich es ja schon ein bisschen geupgradet, so wie ihr es ja schon gesehen habt in den letzten Folgen, ich weiß nicht in welcher Folge das jetzt gewesen ist, da habe ich das ja auf 5. Stufe oder so hoch geupgradet und da habe ich natürlich eine viel bessere Chance, das Mihu zu fangen. Hier habe ich natürlich keine so hohe Chance, es ist eine 25%ige Chance, die ich glaube ich hier habe und ja gut. Ich könnte natürlich theoretisch auch einfach weiterspielen die ganze Zeit, weil dann bekomme ich eh immer noch diese Beschwörungsstücke von Mihu. Ich kriege, glaube ich, insgesamt 6 Mihus nochmal. Zeige ich euch gleich nochmal, was ich meine. Durch diesen Abenteuerpaket. Erinnert ihr euch? Da habe ich doch einmal diese Beschwörungsstücke bekommen. Immer waren das 8, 7, 8, 7, 8, 7, erinnert euch? Und 8, 7 ist es nur, also diese ungerade Zahl, weil 8, 7 ergibt 15, 30 brauchen wir und wir kriegen das halt zweimal je Element. Sprich, wir kriegen 2 Mihus von Feuer, 2 Mihus von Wasser und 2 Mihus von Holz. Level 19, schön, habe ich wieder Max Energie. Kann ich nachher schön was weiterfahren. Ich meine, so schlecht sieht es jetzt auch nicht aus, ne? Also es könnte besser sein von der Grafik her.
Vielleicht wird es von der Performance auch nochmal verbessert. Irgendwie habe ich, glaube ich, gerade einen Fehler gemacht. Oder auch nicht. Oh doch, ich habe auch einen Fehler gemacht. Naja, egal. Ich zeige das euch einfach mal schnell bei Spezialpaket. Da bist du drinne. Abenteuerpaket. Hier. Da haben wir ja 7, 8 mittlerweile schon einmal kassiert. Hier muss ich halt eigentlich nur die ganzen Bosse von den anderen Stages machen. Und dann kriege ich halt weitere Stücke. Ne, hier kriege ich nochmal 7 Stücke vom Arealsee. Dann kriege ich nochmal 8 Stücke vom Ruinen. Also die Ruine der Illusion. Genau, so heißt die Stage, wo ich Latt farmen kann. Und dann war es das hier auch schon. Und dann komme ich nochmal, also ich habe jetzt hier zwei, die zwei noch, ne? Also die beiden, also du und du. Dann habe ich schon mal 30 zusammen, kann ein Feuermio machen. Dann muss ich noch 4 Stages zu Ende machen. Kriege ich nochmal 30 Stücke insgesamt, kann noch ein Feuermio beschwören. Und dann geht es mit Wasser weiter. Das könnt ihr einfach an den Hintergrund sehen und an der Haarfarbe, welches Element das gerade ist. Das sind wieder jeweils 60 Stücke. Und dann kommt hier unten nochmal Wut. Das sind auch nochmal 60 Stücke. Ja? Könnt ihr euch ja zusammenrechnen, wie viele Stages wir insgesamt abschließen müssen dafür. So, also schließen. Wir haben hier auch schon wieder eine Quest abgeschlossen. Ah, bei Fangen, genau. Wenn man Miho fängt, ob nun Wasser, Feuer oder Holz, kriegt man immer, tatsächlich immer Gems. Also ist es sogar geil, Mihos einfach zu fangen, selbst wenn ihr sie nicht braucht. Weil diese Feuer-Mihos, diese 3-Sterne-Mihos, könnt ihr, gucken mal kurz in die Beschwörung rein, bei der Wiedergeburt nämlich mit reinhauen. Hier muss man nämlich mindestens 3-Sterne-Monster reinhauen. Ich zeige das euch einfach mal. Na, du nicht. So, 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 so zum Beispiel. Und dann könnte ich theoretisch jetzt eine Wiedergeburt machen, sprich eine neue Beschwörung. Das wäre jetzt ein 3 bis 5 Sterne-Monster von dieser Liste hier. Ja, wir haben eine Chance, ein 4-Sterne-Mihu Dark zu bekommen. Dark ist die beste Mihu, die man überhaupt kriegen kann. Ich zeige euch mal die Passive. Angriffskraft wird den eigenen Max-HP angepasst. Und hier Angriffskraft wird den eigenen Max-HP angepasst. Das ist nochmal bei der 5-Sterne, also 5-Sterne Passive ist dieselbe. Ich weiß zwar nicht, ob das sich multipliziert, ne? Aber die kann man halt auf Full HP Runen mit Angriff spielen. Also die ist halt schon ziemlich cool. Dann kommt die Licht. Es ist auch ein Verteidiger. Und dann kommt Wut, dann kommt Feuer und dann erst die Wasser. Und hier gibt es auch noch Victoria. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das jede Woche so ist, weil wenn wir hier oben mal gucken, die Rotation ist nur noch 3 Tage. Also in 3 Tagen wird sie halt geändert. Keine Ahnung, was dann da an der Liste ist. Vielleicht habe ich tatsächlich nur diese Woche die Chance, mein Dark Mihu zu bekommen. Ansonsten, ja, werde ich wahrscheinlich irgendwann die auch nochmal aus einem Ei bekommen, also dass ich sie beschwören kann. So, jetzt muss ich mal hier in Ariase ein bisschen weitermachen. Wir haben nicht mehr lange. Gut, wir haben aber eh nur noch 2 Stages. Die machen wir heute auf jeden Fall noch zu Ende, damit wir hier auch vorankommen, damit ich noch die Sirene bekomme. Und in der nächsten Folge fangen wir den nächsten Stage an und werden da natürlich auch ein bisschen was farmen. Ja, was heißt farmen? Also einfach nur durchgehen, zocken halt, schauen, was da so passiert, ne? Wie gesagt, das ist ja die Story hier. Und werde dann, sobald ich das durch habe, erstmal für mich pausieren mit dem Let's Play. Für euch läuft es natürlich weiter. Also wie gesagt, braucht vielleicht 2, 3 Tage dafür, um alle Monster jetzt auf irgendeine Stufe 3 zu machen. Ich weiß es nicht, ne? Vielleicht bin ich da auch ziemlich optimistisch, was das gerade angeht. Vielleicht dauert das auch einfach ein bisschen länger, weil natürlich es ein bisschen dauert, hier seltene bzw. sehr seltene Monster hier rauszuziehen. Wenn wir mal, also ich habe ja in diese wie heißt das? Liga, nicht Liga. Verein, dieses Vereinband da. Da sieht man ja, wie hoch die Chance ungefähr ist. Also die Casher ziehen natürlich, keine Ahnung, die haben irgendwie schon 40 seltene Monster irgendwie rausgezogen. Als Non-Casher, also Free-to-Play-Spieler, wird man wohl nur die Hälfte oder vielleicht sogar nur ein Drittel davon rausziehen können, weil man natürlich nicht den ganzen Tag zockt. Man kann natürlich nicht die ganze Zeit die Energie refreshen, weil man nicht die ganzen Kristalle hat, um die ganze Zeit zu spielen, 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 spielen. Wäre natürlich möglich, wenn man hier die ganze Zeit Kristalle nur aufhebt und dafür ausgibt, aber gut, wer macht das denn am Anfang? Na, am Anfang möchte einfach nur diese 600 Crystals oder Gems, wie auch immer, sparen, um dann hier diese Monster zu beschwören. Und ich denke mal, darauf werden wir uns auch erstmal konzentrieren. Monster beschwören, Monster beschwören, Monster beschwören, damit wir hier ein bisschen was haben. Und was wir halt nicht brauchen, können wir dann halt auch
in diese Wiedergeburtsbeschwörung wieder reinpacken. Ne? Das hört sich doch nach einem Plan an, oder? So, hier ist ein Boss. Hier können wir uns auch mal angucken, was dieser Boss so hat. Molos Hecht. Ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich diese Krabbe, die wir selber mal gezogen haben. Die Endstufe davon. Kann ich jetzt hier einen Anhänger mitnehmen? Ich muss tatsächlich wen wegpacken. Naja, das ist uncool. Wollen wir nicht. Wir gehen rein. Wir wollen natürlich, dass meine eigenen Monster auch ein bisschen an XP abkriegen. Wir sind zwar schon wieder über 20 Minuten, aber läuft. Wir machen die Stage jetzt hier noch. Die Sirene auf der letzten Stufe sieht schon cool aus, oder? Die werde ich mir natürlich auch instant 6 Sterne machen, weil es halt, wie gesagt, eines der Top-Monster ist. Syrah, sieh doch, menschliche Fußspuren. Syrah hatte recht, hier muss ein heftiger Kampf getobt haben. Dann sollten wir uns besser beeilen. Jo, los geht's. Mit ganz viel Glück ziehe ich hier nochmal Mihu raus oder eine Sirene. Sirene wäre halt top. Dann brauche ich die halt nicht so oft farmen. Brauche, wie gesagt, noch 12 Stück. Gut, 12. Ja, weiß ich nicht. Kriege ich das heute zusammen? Ich habe jetzt natürlich nicht so krass hier gefarmt. Ich habe heute hauptsächlich in diesen Verliesen gefarmt. Diese Sternendinger und diese Wasserdinger. Sternen, Steine heißen die, glaube ich. Um die Lat und Serena natürlich auch erwecken zu können, beziehungsweise aufwerten zu können, sobald sie Max-Level sind. Das werde ich natürlich machen. Nee, kommt auch nichts. Ich weiß nicht, wie hoch die Chance tatsächlich ist, dass so ein Monster auftaucht. Also ein seltenes, sehr seltenes. Und sogar legendär. Legendär wäre natürlich Hammer, ne? Ich habe keine Ahnung, wie hoch die Chance ist, dass ein legendäres Monster hier auftaucht. Oha. Ran überlebt immerhin. So, Sirene, kriegst du ein bisschen. Ne, kriegst du nicht. So, hier haut ihr wahrscheinlich eure Hammer-Skills jetzt raus. Zu spät, Menschen. Ich habe die Mächte des Sees erweckt. Eure Niederlage ist unabwendbar. Wir müssen den Mächter besiegen, wenn wir mit ihr reden wollen. So ist es. Okay, los geht's. Ja, das hat schon mal gut reingehauen. Na, überlebt ran. Ran überlebt. Dann kann Sirene jetzt ein bisschen heilen. Top, läuft. Blasenzerstörer. Ja doch, macht gut Damage. Aber eigentlich nur bei Ran, ne? Weil sie halt vom Element im Nachteil ist. So, jetzt hat Ran nochmal hier rauf. Bam, 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 bam. Macht zwar nicht so viel Damage, aber hat gereicht. Der Wächter, wie habt ihr das geschafft? Ihr seid stärker als ich dachte. Aber ich werde nicht aufgeben. Ihr müsst mich schon töten. Zum x-ten Mal, wir wollen dich nicht verletzen. Wovon redet ihr da? Seht, was ihr dem Wächter angetan habt. Aber du hast ihn doch erweckt und auf uns gehetzt. Sie hat recht, wir wollen nur mit dir reden. Wir kennen die anderen Menschen nicht, die du erwähnt hast. Unfug, wollt ihr mir etwa immer noch weismachen, dass ihr nicht zu ihnen gehört? Ja, wir sind zum ersten Mal hier. Sie haben mit uns nichts zu tun. Sie brachten Schmerz und Zerstörung. Dann was? Ach, dann verschwanden sie. Viele von meinem Volk leiden immer noch. Das klingt für mich nach den Dienern des Chaos. Ja, aber weshalb sollten sie so etwas überhaupt tun? Sie sollen die... Was? Sie wollen die Saat des Chaos in ganz Latetia sehen. In ganz Latetia sehen. Ich hätte nie gedacht, dass sie brutal vorgehen würden. Wenn wir zurück sind, sollten wir Camilla bitten, ob sie etwas über sie in Erfahrung bringen kann. Guter Plan, Siren. Es tut mir so leid wegen deiner Heimat. Wir werden die Täter dafür bezahlen lassen. Hier, das ist für die Verletzten. Es wird ihnen bei der Genesung helfen. Es tut mir leid, dass ich euch missverstanden habe. Ich habe noch nie Menschen wie euch getroffen. Hoffentlich sehen wir uns bald unter besseren Umständen wieder. Ja, top. Hat sie uns denn letztendlich doch noch zugehört? Naja, immerhin was zum Verkaufen. So, wir gehen uns noch unsere Belohnung abholen. Genau, meine deutsche Sprache, schwere Sprache. So, Crash abgeschlossen, Belohnung erhalten. Na, Erfolg freigeschaltet. Aber das leckt so hart, ne? Da bekomme ich jetzt noch meine Sirene. Das überspringen wir einfach mal. Wir wissen ja, was rauskommt. So. Schönes Ding. Damit haben wir eine weitere neue verfügbare Rüstung, eine Wassersirene mit einem Juwel aus. Okay, das machen wir alles in der nächsten Folge, liebe Leute. Weil wir sind natürlich jetzt wieder durch, haben sogar Überlänge gemacht. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass wieder einige zugeschaut haben. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.